BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ja, Michael, aller guten Dinge sind drei. Zum dritten Mal geht es gegen eine portugiesische Mannschaft nach Porto und Sporting. Ist es diesmal Benfica? Was sagst du zum Los? Ja, die Wahrscheinlichkeit war ja groß, dass wir auf ein portugiesisches Team treffen. Von den 5 Mannschaften, die möglich waren, waren 2 Portugiesen dabei. Ich glaube, ein sehr, sehr attraktives Los mit dem ersten Spiel bei Benfica im Estádio de la Luz, glaube ich, wenn es richtig ausgesprochen ist. Ich glaube, 60.000 gehen da rein. Da wird uns auch ein Hexenkessel erwarten. Wir sind ja quasi erst aus Lissabon zurückgekehrt. Wir waren bei Sporting, beim Stadtrivalen. Wo siehst du Unterschiede, Gemeinsamkeiten der beiden Clubs? Ja, schon in der Größe der Clubs. Ich glaube, Benfica ist mit Abstand der größte und traditionsreichste Club des Landes, ist auch amtierender Meister und aktuell auch wieder Tabellenführer, ist, glaube ich, im Moment die spielstärkste Mannschaft in Portugal. Und es werden, glaube ich, mit unserer jungen Truppe interessante Duelle. In der Gruppenphase war es ja nicht ganz so einfach für Benfica. Sie sind ja nicht durch eigene Kraft weitergekommen, sondern dadurch, dass Beşiktaş dann doch noch am letzten Spieltag verloren hat. Was sagst du zu der Leistung? Ja, ich glaube, dass die Spiele erst im Februar stattfinden, spielt das gar nicht so eine große Rolle, sondern man sieht jetzt auch in der Liga, dass sie richtig in Fahrt gekommen sind, in Form gekommen sind. Und das ist halt ein Club. Ich glaube, von den 12 Millionen Portugiesen sind gefühlt 10 Millionen Benfica-Fans. Und das hat schon eine Aussage. Dieser Großclub, der kann mit seiner Wucht dann auch eine Dynamik erzeugen, die uns dann auch gefährlich werden kann. Wenn man an Benfica Lissabon denkt, denkt man an 1963, auch im Achtelfinale 5-0 für Borussia Dortmund. Damit könnten wir leben. Ja, wäre sehr gut. Ich meine, ich war da ein Jahr alt, als dieses Spiel stattgefunden hat. Und wir kennen es ja nur aus den Erzählungen der Älteren. Da waren 50.000 also in den Bäumen. Also ich war nicht im Stadion, aber so viele haben über das Spiel erzählt, dass die Rote Erde damals 100.000 Leute hätte fassen müssen, wenn das alles stimmen würde. Wer alles dabei gewesen sein sollte live. Also nein, das ist natürlich eine sehr schöne Vergangenheit, ein schöner Bezug auf 1963 und wenn wir das nur halbwegs so gut managen würden, dann wär's ein Riesenerfolg. Dann wären wir im Viertelfinale. Genau. Das wünschen wir uns natürlich. Kommen wir noch mal kurz zu uns. Gruppenphase, da hat unsere Mannschaft vollkommen überzeugt. Besser geht's nicht, besser kannst du eine Gruppe nicht abschließen mit dieser Punktzahl, mit Real Madrid als Kontrahenten und glaube mit 21 Toren einen neuen Rekord aufgestellt, einen historischen Rekord aufgestellt. Das ist eine 1 mit Sternchen in der Champions League, in der Bundesliga. Man sieht es etwas anders aus, aber in der Champions League haben wir, glaube ich, das Soll mehr als erfüllt. Jetzt die alles entscheidende Frage, wie siehst du die Chancen für ein Weiterkommen? Ja, wir sollten es nicht, wir haben ja schon, ich habe ja überall auch schon im Vorfeld, hat man schon so ein Ranking gehört, nicht gegen Man City oder PSG. Ich glaube, dass es ein Spiel absolut auf Augenhöhe ist und dass wir dann schauen, es ist ja noch einige Zeit bis dahin, aber dass wir auch von Benfica als unangenehmer Gegner wahrgenommen werden, das glaube ich schon. Und ich glaube, wir haben auch gute Chancen weiterzukommen.